Heute möchte ich mit euch über Kopfhörer von Huawei sprechen, die mit einem Preis von knapp 200 Euro zwar nicht zu den günstigsten gehören, von der Ausstattung aber definitiv mit den Top-Playern mithalten können. Die FreeBuds Pro 2 bieten nicht nur eine aktive Geräuschunterdrückung, sondern auch einen Transparenzmodus und sollen bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit liefern. Wie sich die neuen In-Ear-Stecker von Huawei, die es in den Farben Silber, Weiß und Silberblau gibt, in der vergangenen Woche geschlagen haben, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß. Im optischen Vergleich mit den Vorgängern der Pro 2 gibt es sowohl beim Case als auch bei den Ohrsteckern kaum signifikante Unterschiede. Während das Case meines blauen Modells matt gehalten ist, kommen die Ohrstecker in einem sehr spiegelnden und damit auch auffälligen Gehäusekörper, was anfänglich zwar etwas gewöhnungsbedürftig aussah, sich dadurch aber auch von den restlichen Farben doch deutlich abgrenzt. Das Case ist sehr gut verarbeitet, besitzt auf der Unterseite eine Status-LED und den USB-Anschluss zum Laden, rechtzeitig ein Pairing-Button, um Geräte koppeln zu können, und eine sehr schön und satt schließende Gehäuseklappe. Was beim Entnehmen der Stecker direkt auffällt, sie lassen sich spielend leicht entnehmen, während das beim Vorgänger noch eine elendige Fummelei war, die Ohrstecker aus dem Case zu bekommen. Hier hat Huawei tatsächlich an den richtigen Schrauben gedreht. Der Schenkel dieser True Wireless ist wieder kantig geformt. Bei der Ergonomie der Kopfhörer hatte ich mit den bereits angesteckten Silikonstöpseln überhaupt keine Probleme, da sie wirklich sehr bequem getragen werden können und mich überhaupt nicht störten. Im Vergleich mit den OnePlus Buds Pro, die ich in den letzten Monaten meist täglich genutzt habe, ist der Gehäusekörper etwas kleiner und übt somit weniger Druck auf die Ohrmuschel aus. Wie auch schon beim Vorgänger können die Ohrstecker über den rechten bzw. linken Schenkeln durch Drücken und Streichen bedient werden. Hört sich komisch an. So bedeutet von Werk aus einmal drücken, Lied abspielen oder pausieren, zweimal ein Lied vor, dreimal ein Lied zurück. Genau so kann man aber auch Anrufe annehmen oder auch ablehnen. Wenn man den linken oder rechten Ohrdrücker gedrückt hält, kann man noch zwischen den verschiedenen Geräuschmodi wie aktive Rauschunterdrückung oder Transparenzmodus hin und her wechseln. Was ich äußerst gelungen finde, ist die Tatsache, dass man durch Streichen nach oben oder unten auch die Lautstärke anpassen kann. Eine Funktion, die vielen anderen Kopfhörern leider fehlt. Was auch mega zuverlässig funktioniert hat, war die automatische Trageerkennung, die immer dann ein Lied pausiert, wenn man die Ohrstecker aus dem Ohr nimmt bzw. das Lied vorsetzt, wenn man sie wieder einsetzt. Um die FreeBuds Pro 2 bestmöglich nutzen zu können, empfiehlt es sich, diese TWS mit einem Android oder Huawei Smartphone zu nutzen. So war zumindest das Fazit zu der ersten Generation, nämlich den FreeBuds Pro. Mittlerweile gibt es aber auch die AI Live App für iOS und könnt damit nicht nur den aktuellen Akkustand einsehen, sondern auch die aktive Geräuschunterdrückung in vier verschiedenen Modi definieren, sie ausschalten oder in den Aufmerksamkeitsmodus wechseln. Im letztgenannten ist es sogar möglich, einen Sprachmodus zu aktivieren, der immer dann greift, wenn ein Gegenüber mit euch spricht. Darunter findet ihr dann auch schon die Soundeffekte, sprich Equalizer-Funktion, die euch mit vorgefertigten Presets bzw. auch der Möglichkeit, einen eigenen Effekt einzustellen, ein deutlich besseres Erlebnis bieten. Die Kopfhörer suchen, Firmware-Updates einspielen oder auch einen Passtest durchführen sind letztendlich auch vorhanden. Beim Sound gibt es von mir fast keine Abstriche, da dieser nochmals besser geworden ist als bei den Vorgängern. Die Bässe sind je nach Equalizer-Einstellung mehr als präsent, drücken richtig gut, wodurch aber nie die Mitten oder auch die Höhen zu kurz kommen. Einzelne Stimmen lassen sich sehr gut orten, Instrumente werden klar und differenziert wiedergegeben und für einen Preisbereich bis 200 Euro gehören sie definitiv zu den besten. Dies trifft aber wiederum auch nur dann zu, wenn man sich im Transparenzmodus befindet bzw. der aktiven Geräuschunterdrückung, da wie schon bei den Vorgängern bei vollständiger Deaktivierung aller Dienste das Soundbild etwas dumpf wird und der Bass deutlich nachlässt. Es gibt damit einen Fortschritt gegenüber den Vorgängern, dennoch gibt es immer noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Soundmodi. Was mir schlussendlich noch aufgefallen ist, für jeden aber auch anders sein kann, ist die Tatsache, dass die maximale Lautstärke für mich etwas lauter hätte sein können. Was ich bei der aktiven Geräuschunterdrückung und beim Transparenzmodus feststellen musste, ist, dass sich die Pro 2 von Huawei nicht wirklich von anderen True Wireless unterscheiden. Auch wenn es technisch immer wieder Fortschritte gibt, war die Geräuschunterdrückung selbst im höchsten Modus nicht besser als bei den OnePlus Buds Pro und auch der Transparenzmodus war etwa auf einem Level. Was definitiv positiv hervorzuheben ist, ist lediglich ein ganz leichtes Rauschen im Transparenzmodus. Wenn ihr jetzt möglicherweise aufgrund dieser Aussage etwas verunsichert seid, auch mit diesen In-Ear-Steckern werden Außengeräusche von Flugzeugen oder auch wie bei Zugfahrten souverän herausgefiltert, lediglich spitze und hohe Töne dringen noch leicht abgedämpft in den Gehörgang. Sie sind in dieser Disziplin nicht herausragend oder besser als andere, aber auch nicht wirklich schlechter.
Huawei gibt insgesamt eine Akkulaufzeit von 30 Stunden ohne aktivierte Geräuschunterdrückung an. 18 Stunden sind es bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Diese Werte gelten immer in Verbindung mit dem Ladecase, was es ermöglicht, die Kopfhörer insgesamt dreimal aufladen zu können. Da ich in der letzten Woche nur mit aktiver Geräuschunterdrückung unterwegs war, kam ich bei 50% der maximalen Lautstärke immer auf eine Laufzeit von etwas mehr als 4 Stunden, was ebenfalls der Herstellerangabe entspricht. Auch hier, sie sind wie die Vorgänger nicht spitze, sondern bewegen sich mit der Batterielaufzeit eher im unteren Mittelfeld. Die große Stärke der Huawei FreeBuds Pro 2 ist definitiv der Sound- und Tragekomfort der Stecker. Von den Audioqualitäten war ich durchweg begeistert, da sie so gut wie jedes Genre zuverlässig abbilden können und dank Equalizer-Einstellungen auch Feintuning betrieben werden kann. Leider fällt der Sound bei allen deaktivierten Diensten wie Transparenzmodus oder auch aktive Geräuschunterdrückung wieder etwas zurück. Egal auf welchem Betriebssystem ihr jetzt unterwegs seid, ob Android, HarmonyOS oder auch iOS, hier hilft euch die AI Live App, entsprechende Settings noch feiner einstellen zu können bzw. Firmware-Updates einzuspielen. Was ich ebenfalls gut beurteile, sind die aktive Geräuschunterdrückung und der Transparenzmodus, die zuverlässig arbeiten, sich aber auch nicht deutlich genug von der Konkurrenz abheben können. Wiederum eher durchschnittlich ist die Akkulaufzeit, da 4 Stunden nicht wirklich lang sind und gefühlt viele andere TWS hier deutlich vor Huawei liegen. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit den neuen Huawei FreeBuds Pro 2 nach einer Woche Nutzung und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst, aber natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!